Dann waren es nur noch zwei. Und ich habe mich entschieden, den Way aufzumachen. Er hat auch sehr interessantes Zubehör. Und das ist von Ghostbusters 2 von der Select-Reihe. Und zwar bin ich dabei, mir dieses kleine Feuerwehrhaus, Tor, Tür zu bauen. Und dazu benötige ich 15 Figuren mit 15 Dioramateilen. Ja, ich habe sie schon fast alle beisammen. Es fehlt mir hier irgendwie noch so die Reihe hier. 1, 2, 3, 4 oder so. Oder 1, 2, 3, 4 irgendwie hier hoch. Ach ja, und das Schild fehlt mir noch richtig. Nun gut. Aber nach und nach wird es hier was. Und jetzt haben wir den Ray mit seinem tollen Zubehör. Ich habe schon gesehen, so ein bisschen reingeguckt, was er da alles hat. Klar, das Diorama-Teil ganz hinten, ein bisschen hinten an Zubehör wie im Film, was die an der Ausstattung hatten hier. Und ja, das Zubehör ist mal ein bisschen so ganz anders als jetzt bei den letzten Figuren, die ich geöffnet hatte. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das so ist. Im Päckchen sieht man das immer ganz schön schlecht. Wollen wir dann auch gleich mal öffnen und schauen, was da so ein Zubehör hat. Vom Gesicht her finde ich, ist er schon richtig, sieht er richtig gut aus. Und wahrscheinlich ist er auch so genauso stabil wie die anderen. Kann man echt nicht meckern. So, das ist dieses Diorama-Teil. Das kommt dann so oder so rum, das weiß ich noch gar nicht. Auf eins der Seiten. Also man sieht schon, das Tor wird groß. Das Feuerwehrhaus. So, einmal das Päckchen weg. Es sind große, schöne Päckchen, die man auch gut im Regal verstauen kann. Aber ich habe sie lieber, wenn sie draußen sind. So. Jetzt würde ich sagen, holen wir mal die Einzelteile raus. Wir haben hier, da hat er auch dieses Walkie-Talkie, was hier reinkommt. Finde ich klasse, dass das jeder hat. Ich hätte es auch schön gefunden, wenn jeder so eine Falle hätte hierhin. Die muss ja nicht immer offen sein. Es hätte ja auch einfach eine Falle, die man einen Klick dran macht. Wäre cool gewesen. Hier hat er auch zwei Handschuhe zum Austauschen. Viele andere Figuren aus der Serie hatten jetzt vier. Dafür hat er aber hier noch einen Behälter. Und diesen Kopf. Genauso wie hier dieses matschige, schleimige Strahl, der wohl da oben drauf kommt. Die meisten kennen das schon aus dem Ghostbusters-Film. Ja, das ist ziemlich gut nachgemacht, finde ich, meiner Meinung nach. So, das Zubehör, die Figuren, finde ich richtig gut. So, ein Handschuh, die kennen wir schon. So, Toki kennen wir schon. Dann das andere Handschuh und hier den Behälter. Mal schauen, ob wir den öffnen können. Da tut sich doch was. Ja gut, aber das ist nur Plastik. Also man kann den hier wohl aufmachen. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war. Ja. Man kann es aber auch so lassen. So, was holen wir jetzt vorsichtig raus? Ist immer so gut verpackt. Ewigkeiten dauert. So, den habe ich ja schon mal befreit. Den Strahl. Ist ein bisschen gummihaft. Matschig. Schleimig kommt das da raus. An sich ganz cool gemacht. So. Dann wollen wir den Rest rausholen. Was nicht so einfach ist. Einmal den Kopf
Und wenn ich das richtig gesehen habe, können wir den austauschen. Auch eine nette Sache. Dann sehen wir mal gleich, wie das so aussieht. Da haben wir schon mal hier das Accessoire. Dann öffne ich so lange die Verpackung. Ist nämlich mega gut verpackt, wie alle anderen auch. Aber schwuppsdiwupps haben wir den auch draußen. So. Ist da noch was dran? Ach, an den Füßen hat er noch. Habe ich gar nicht gesehen. An den Füßen hat er auch noch eine Befestigung. So, jetzt aber alle Teile draußen. Auch keine kleinen Teile, die wir verlieren. Ja. Oh, der ist schon ein bisschen schwerer als die anderen. Hat auch ein riesen Gepäck da hinten mit sich. Das sieht ja bombenmäßig aus. So, ob er damit stehen kann. Merkt man schon das Gewicht. Ui. Müssen wir mal schauen. Hat auch das tolle Logo hier dran. Ich weiß nicht, ob man die hier öffnen kann, ob man die über das runtersetzen kann. Also es ist aus Gummi, aber ob das auch dafür gedacht ist, dass das ausziehen kann oder hier generell so, weiß ich jetzt nicht. Will ich jetzt nicht rumtesten, nicht, dass da was kaputt geht. Das wäre schade drum. Jetzt ist hier der Schlauch, der ist eng dran. Gucken wir mal, wie er den hält. Das kann anscheinend hier noch um den Kopf binden, oder? So, die Hände. Von den Bewegungspunkten sind die alle gleich. Können alle einen Spagat. Die sind alle hier an den Füßen beweglich, Knie. Also im Grunde genommen alles gleich. Und das Coole ist, er könnte von den anderen Ghostbusters, weil er hier auch diese Halterung hat, die Falle auch einfach dran nehmen. Sein Walkie-Talkie hat er selbst. Das ist schon mal cool. Der Gürtel und so, das ist auch voll cool. Das ist aus Gummi drauf. Also nicht einfach nur drauf gemalt, sondern wirklich, das ist hier ein Gürtel und das ist schon richtig cool. Auch das hier. Und trotzdem hat er hier seinen Bewegungspunkt am Bauch und kann sich auch links und rechts bewegen. Also schon eine coole Lösung. Cool gemacht irgendwie. Keine Einschränkungen und so. Jetzt müssen wir mal gucken, der Strahl. Ich weiß gar nicht mehr, wie hat denn der denn gehalten? Wie sieht denn das am besten aus? Ziehen wir ihm das über den Kopf? Das ist schon mal zu kurz. Auf jeden Fall muss er das irgendwie in der Hand halten können. Das ist noch ein bisschen steif. So. Geht das? Vielleicht irgendwie so. Und dann bekommt er den Strahl hier noch rein. Ui, das ist aber ganz schön viel Gewicht, was nach hinten und vorne auf ihn drückt. Vielleicht kann er das auch so ein bisschen ausgleichen. Ja, so einigermaßen. Schauen wir mal, ob wir den irgendwie... Ja, das geht ja schon so. Vielleicht kann ihn die andere Hand hier noch ein bisschen... Nee, ist ein bisschen kurz. Irgendwie so müsste das gehen. Muss man ihn nochmal richtig platzieren. Das dauert ja auch immer ein bisschen, bis man so eine Figur richtig in die Position bekommen hat. So. Ich meine, das könnte man hier irgendwie vielleicht mit dem Gürtel ein bisschen befestigen, fixieren, dass da hier das so ein bisschen Form bleibt. Müsste ich jetzt erstmal ausprobieren. Oder irgendwie so. Das sieht komisch aus, oder? Wenn es von hinten
Aber dann wiederum ist das hier zu kurz vielleicht für den Kopf, dass er den Strahl vielleicht irgendwie so hält. Das soll ja nicht aussehen wie gewollt und nicht gekonnt. Naja gut, das werde ich noch ein bisschen rum experimentieren, dass das richtig cool aussieht, dass ein Strahl so mit dem ganzen Gefubbel hier, muss ich mal gucken, wie ich das mache. Vielleicht gehört es auch auf die andere Seite. Aber da scheint mir hier das ein bisschen zu kurz. Jetzt will ich aber auf jeden Fall mal sehen, ob der Kopf abgeht. Ui. Kriegen wir den ab. Ich hoffe, das ist auch so dafür gedacht. Ja, Gott sei Dank. Oder auch nicht. War das nicht so gedacht? Ui. Also er könnte theoretisch gesehen passen. Ich glaube aber, dass das nicht dafür gedacht ist, weil hier, oder der Bolzen ist mit rausgekommen, wo er nicht rauskommen sollte. Er hat ja hier ein Loch und da müsste der Bolzen hier drin bleiben. Was aber auch ein bisschen schwierig ist mit den Haaren dann hier. Ich glaube, da habe ich was falsch verstanden. Naja, gut. Also so optisch würde es ja gehen, so in den Proportionen und von dem Kopf, von der Größe würde es klappen. Jetzt setzen wir einfach mal schnell wieder den richtigen Kopf auf. Na, hoffentlich kommt er nochmal rein. Ja. Okay, da haben wir Glück gehabt. Das muss ich mir dann nochmal ansehen auf der Verpackung. Jetzt nochmal kurz hier an Zubehör, an Strahl. So. Professorisch mal hingestellt. Dann das Diorama, das Base-Teil, wie auch immer, für die Feuerwache, für das Tor. Und ja, so würde er aussehen und ich muss mal gerade auf der Verpackung gucken. Da wird es auch nicht gezeigt. Ich dachte echt, der könnte den Kopf austauschen. Vielleicht kann er das auch und ich habe das irgendwie falsch gezogen. Nochmal von hinten, das sieht auch cool aus mit dem ganzen Kram, was er da hier hat, Ausrüstung. Ich werde dann vielleicht mal ein Foto machen, wenn alle beisammen nebeneinander stehen. In der richtigen Position, aber er steht. Also er steht von ganz allein. Trotz des Gewichtes hier hinten, muss ich sagen, er steht schon mal. Wenn jetzt noch der Strahl irgendwie, wenn ich den irgendwie noch mit hier hinkriegen würde. Tada! Das ist ein bisschen Gewicht, aber vielleicht kann man das ein bisschen ausbalancieren. Das Zubehör rollt schon weg. Ja, da muss man ein bisschen mal rumgucken, ein bisschen mal mit rumspielen, dann kriegt man das schon hin. Ja, auch der Ray, super tolle Select-Figur mit einem wunderschönen Diorama-Teil, das ich jetzt brauche und jetzt mal ja, weiter an meinem Feuerwehrhaus bauen und basteln werde. Und die nette Figur kommt jetzt mal ins Regal und neben seinen Kollegen. Und das mit dem Kopf hier, muss ich nochmal schauen, wie das gedacht war. Ich hätte jetzt wirklich damit gerechnet, dass ich den Kopf hier blub, austausche. Das werde ich noch herausfinden. So, eine tolle weitere Figur von den Ghostbusters. Ja, und jetzt kommen die nächsten Figuren. Bis ich dieses nette Feuerwehrhaus hier, das schöne Tor hier beisammen habe.